Einen wunderschönen guten Morgen und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist der 1. Dezember und ich dachte mir, ich vlogge mal wieder. Und ja, ich bin schon im Sportdress. Es ist jetzt seit 9:30 Uhr. Ich gehe jetzt hin joggen. Ich habe jetzt alle Aufgaben soweit erledigt. Ich habe meinen neuen Vlog hochgeladen, beziehungsweise der lädt gerade hoch. Dann habe ich mein iPad resettet, gefrühstückt, Italienisch gelernt. Ich habe auch schon, ich habe es euch gezeigt, mein erstes Türchen aufgemacht. Ich habe heute dieses Jahr von meiner Mama so einen veganen Adventskalender bekommen. Richtig geil, da waren so vegane, schokolierte Erdbeeren drin. Und jetzt, wie gesagt, gehe ich joggen. Ich warte nur, dass meine AirPods offline, deswegen räume ich jetzt hier kurz auf. Und dann gehe ich kurz einkaufen und ein Paket wegbringen. Vielleicht mache ich das jetzt aber auch zuerst, wenn meine AirPods jetzt aufladen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich räume jetzt kurz auf. Und ja. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, Turbo geduscht und so weiter. Es ist nämlich schon richtig spät und ja, ich muss eigentlich auch lernen und so weiter. Aber ich gehe jetzt kurz erstmal Paket wegbringen und dann noch kurz einkaufen. Meine Mama und mein Bruder sind jetzt irgendwie krank und deswegen übernehme ich heute mal den Lebensmitteleinkauf. Das ist das Outfit. Ich mag das Outfit richtig gerne. Ich habe den Rock neu. Der ist von Only. Ich habe den aus einem Outlet gestern erworben. Und ja, jetzt halt gehe ich, wie gesagt, mal eine Runde raus. Ist eh ganz gut, weil ich habe zurzeit super, super wenig Auslauf. Oder habe halt nur super wenig Schritte die ganze Zeit, weil ich halt immer nur in meinem Zimmer hocke. Deswegen werden wir das heute mal ein bisschen ändern. Hello friends, I'm back. Ich war einkaufen, wie gesagt, habe mir eine Oatly-Milch noch mitgenommen und noch Creme Vega. Meine Mama macht heute so ein veganes Spaghetti Carbonara für mich. Ich habe mir jetzt noch so ein Protein-Pudding geholt. Jetzt war relativ ausführlich, relativ gut gefrühstückt, aber ich lerne jetzt. Und genau, mache mir dann wahrscheinlich nur was Kleines zum Mittagessen später. Aber jetzt setze ich mich erstmal an den morgigen Examinatoriumsfall und muss auch noch was von gestern, was ich nicht mehr geschafft habe, fertig machen. Ich mache heute außer der Fallbearbeitung dann noch ein bisschen Kartellrecht und UWG. Das ist der Plan zumindest. Und ja, let's go. Alright, Friends. Es ist jetzt schon richtig dunkel. Man denkt so, ich vlogge tiefst in der Nacht, aber nein, es ist 4:30 Uhr. Ich habe mit Pause ein bisschen jetzt gelernt. Lese mir gleich noch ein bisschen was im Skript durch und gebe dann eine Stunde Nachhilfe noch. Heute muss ich auch alleine in Italienischkurs, weil meine Mama krank ist. Ja. Genau, aber ich werde es überleben. Und wollte ich noch sagen. Ja, ich habe heute war irgendwie auch nicht so produktiv. Ich habe das Gefühl, ich sage das in jedem Vlog, aber zurzeit ist a little bit tough und das sage ich auch in jedem Vlog. Deswegen lassen wir es einfach da stehen. Aber ich habe ein bisschen was gemacht. Mehr ging nicht. All good.
wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag. So krass, wie schnell die Zeit einfach rumgeht. Crazy, 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 Leute. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe ein bisschen meine Morgenroutine gemacht. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen. Es ist 8:30 und um 9 mache ich mich dann fertig. Ziehe mich an und dann muss ich noch ein bisschen Uni-Stuff machen. Um 12 haben wir dann die erste Vorlesung. Heute ist alles online, also ich war heute nicht in die Stadt. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ja, deswegen habe ich es auch ganz entspannt angehen lassen. Weil ich dann, wie gesagt, sonst gar, also sonst wäre ich eh raus. Ich habe dann komplett von 12 bis 18 Uhr eben Vorlesung und um 19 Uhr gebe ich auch noch eine Nachhilfestunde. We like. Also mein Tag endet um 20 Uhr heute. Ich nehme euch aber so gut es geht mit und ich denke, ich mache es dann ins nächste Video rein oder schneide es ins nächste Video rein, wo ich dann ein bisschen mit euch meinen Monat plane. Dazu bin ich gestern auch noch nicht gekommen. Genau, quatsch ein bisschen mit euch, was so den Dezember angeht, wie ich mir so den Dezember vorstelle. Weil ich langsam so ein bisschen aus meinem Rut wieder rauskommen muss. Es ist so ein bisschen dieser November-Rut. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht kennt es die ein oder andere Person. Und ich liebe Vlogmas. Ich liebe positive Videos. Aber aktuell ist es ein bisschen schwierig, so always happy, bla 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 zu sein. Und ich finde, das ist auch nicht realistisch. Deswegen, ja, aktuell ist es einfach ein bisschen complicated. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit der Uni gar nicht zurande komme. Ich bin einfach so genervt von mir, weil ich mir Sachen vornehme und 0,0% davon umsetze und irgendwie gefühlt nie meine Niveaus erreiche. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen wird für den nächsten Monat einfach das Niveau ein bisschen runtergesetzt. We're starting really basic und dann versuche ich das Januar, Februar zu steigern. Ich kriege auch schon Panik, wenn ich nur daran denke, dass ich im April eine Klausur schreiben muss. Ja, all complicated. Ja, ich werde jetzt ein bisschen lesen und mich ein bisschen in den Zen wiederbringen. Und dann talk ich nochmal mit euch, wenn ich ein bisschen fertig gemacht bin. Beziehungsweise ich ziehe mir heute nur so Sportsachen an, weil ich vielleicht dann auch irgendwann noch dazwischen Sport mache. Who knows when? One. Who knows when? Aber ja. Alright, I got the snacks. Cashews und Zartbitter. Ups, Schokolade. Wasser und so ein bisschen Obst. Und jetzt gehe ich noch ganz kurz runter und bringe da hinten diesen Karton weg in Müll. Und nehme noch kurz meine Supplements, whatever. Ich nehme da immer die von Sunday Natural, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich mag es halt, dass ich dann da nur eine Kapsel nehmen muss und nicht so 100. Und Leute, habt ihr gerade schon gesehen, ich bin richtig obsessed mit Selling Sunsets. Oh mein Gott, Selling Sunsets. Ich finde es nicht nur eine geile Serie, einfach weil man so geile Häuser sieht, sondern ich finde es auch richtig inspirierend. Also ich habe die letzten 3 Staffeln, glaube ich, auch so innerhalb von einer Woche oder so geguckt. Und muss sagen, irgendwann sind mir die Leute ein bisschen auf den Keks gegangen. Also so dieses ganze, dieses American so, hey, sweetie. So, weil manche schon sehr, sehr fake sind. Gerade die Christine, die gibt mir so auf den Nerv. Aber ich finde es halt irgendwie krass. Also, keine Ahnung, die sehen alle aus wie Topmodels. Ich habe erstmal gegoogelt, wie alt die sind. Die sind ja alle schon so 40, whatever. Und dann ist es natürlich ein bisschen unrealistisch, wenn man da sein Leben so mit denen vergleicht. Aber keine Ahnung, ich finde es super inspirierend. Ich finde es mega krass, was sie leisten und wie sie das hinbekommen und so. Und auch zum Beispiel die Chriselle, die mag ich richtig gerne, wie sie durch ihre Divorce gegangen ist und so. Mega krass. Da dachte ich mir so, okay, dann brauche ich auch nicht heulen. Dann kann ich auch eine Powerwoman sein. Ja. So, that's the inspiration vibe für Dezember und fürs nächste Jahr. 2022 soll definitiv ein bisschen anders laufen als jetzt 2021. Ich habe mir für 2021 auch viel vorgenommen. Und es ist irgendwie alles, weiß ich nicht.
im Alltag untergegangen, in falschen Routinen untergegangen. Ja, und das Wichtige ist eigentlich einfach nur, dass man das erkennt und es dann versucht besser zu machen. Also nicht sagen, okay, man erkennt es und macht einmal weiter. Das mit Sprudelwasser zu trinken war auch keine gute Idee. Sondern dass man sagt, okay, ich habe meine Patterns erkannt. Und ja, meine Patterns sind einfach, dass ich, oder meine Sachen, die ich ausmerzen muss oder die ich ändern muss, sind einfach, dass ich versuche, Step by Step vorzugehen und nicht zu viel zu wollen. Auch nicht zu viel auf einmal zu wollen, weil das mich hemmt. Also ich merke, das ist einfach kontraproduktiv, weil ich dann weniger schaffe im Endeffekt. Und ja, ich lasse mir nicht so viel Zeit bei allen Sachen. Ich meine, ich bin 21, so niemand erwartet, dass ich gleich jetzt morgen Millionärin bin. Und ich erwarte das aber irgendwie von mir. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist einfach unrealistisch. Und auch so vom Zeitaspekt bin ich manchmal einfach zu hart zu mir. Merke nicht, wann mein Körper definitiv einen Rest braucht. Wann mein Körper irgendwie sagt, dir geht es mental oder physisch nicht gut. Ja, das sind so die Sachen. Und da werde ich dann vielleicht auch nochmal im nächsten Video ein bisschen drauf eingehen, wenn wir zusammen die Monatsplanung machen. Ich mache auch nochmal ein gesondertes Video über meine jährlichen Ziele. Ich will das auch so ein bisschen anders gestalten als letztes Jahr, weil ich das letztes Jahr sehr, sehr ja auch so gezwungen gemacht habe. Und wie ich gerade eben ausgeführt habe, möchte ich das so ein bisschen ändern, damit 2022 irgendwie anders läuft. Da kommt dann wieder dieser gute Spruch, ja, man kann nicht erwarten, dass sich was ändert, wenn man seine Handlungen diesbezüglich nicht ändert. Genau. Und jetzt gehe ich in den Müll. Das ist der Nachttisch, den ich bestellt habe. Und Leute, ich bin gerade so mad. Ich habe mich richtig gefreut. Richtig gefreut. Aber irgendwie passt halt die Platte nicht. Und ich hatte jetzt ehrlich gesagt, eigentlich hatte ich keine Lust, den jetzt zurückzuschicken. Aber meine Mama meinte, okay, komm, der kostet 124 Euro. Kann man schon verlangen, dass die Platte richtig passt. Weil, also die liegt halt hier irgendwie nur so auf und geht halt nicht ganz runter. Und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen verschoben, was auch immer. Und wo habe ich es gesehen? Hier ist auch schon so eine Stelle beschädigt. Ja, das geht nicht. Und jetzt liebe ich es halt, weil jetzt muss ich das halt zur Post tragen, dieses schwere Ding. Freunde, oh mein Gott, ich bin so fertig. Und also, Uni zu haben von 12 bis 18 Uhr ist generell nicht geil. Aber dann auch noch am Laptop die ganze Zeit ohne eine Pause. Ich hatte literally eine halbe Stunde Pause vielleicht. Ich bin so durch und ich überlege gerade echt, ob ich jetzt auch noch in das andere Tutorium reingehe. Jetzt packe ich erstmal hier diesen Kraut- und Rüben-Ding da hinten aus, ein wieder. Ich habe jetzt auch keine Rückmeldung von denen bekommen. Die haben auch gemeint, das kann sich ein bisschen ziehen. Was ich nicht so geil finde, weil es halt auch irgendwie so dann 2 Wochen sein kann. Und ich denke mir, ich will das auch Ding jetzt auch nicht 2 Wochen da rumstehen haben. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall packe ich das jetzt zusammen und gucke noch ein bisschen Netflix. Und dann geht es in 10 Minuten eh schon wieder weiter. We love it.